Was passiert, wenn KuchenTV und Tomatolix ein Kind bekommen? Dann wird daraus der berüchtigste Drogendealer in Deutschland. Hey, die Ähnlichkeit ist da, oder? Maximilian S. aka Shiny Flakes hat Legendenstatus, weil er damals von 2013 bis 2015 aus seinem Kinderzimmer eine millionenschwere Drogenhandelsseite im ClearNet betrieben hat. Und ja, die Seite hieß Shiny Flakes. Die Netflix-Serie How to Sell Drugs Online hat sich hauptsächlich von Maximilians Fall inspirieren lassen. Habt ihr euch da auch immer gefragt, welche Elemente der Serie da in Wirklichkeit passiert sind? Ich meine da einige Anspielungen entdeckt zu haben, die über die parallele Teenager baut Drogenimperium aus Kinderzimmer hinausgehen. Wenn es zum Beispiel um die Shopnamen geht, gibt es in der Serie Candy Bay und im Real Life gab es auch die Seite Candy Club. In der Serie war der Nick des Protagonisten M1000. Das erinnert mich schon sehr an den Nickname Z100, der Nickname von der Drogenseite Chemical Love. Aus Zeitungsberichten weiß man auch, dass die Betreiber von Chemical Love immer wieder nach Holland zur Drogenbande Dutch Masters fuhren, um sich dort die Ware zu beschaffen, also ähnlich wie in der Serie. Somit hat sich die Serie meiner Einschätzung nach nicht nur von Shiny Flakes inspirieren lassen, sondern auch von anderen Drogenseiten. Es sind zwar immer regelmäßig irgendwelche Anspielungen drin, aber alles in allem ist die Story komplett fiktiv. Falls ihr sie noch nicht kennt, gönnt sie euch unbedingt. Es ist definitiv einer der neuesten Serien der letzten Jahre. Vom Plot her durchgängig spannend und innovativ, der Humor ist auch sehr solide, aber das, was an der Serie für mich am meisten heraussticht, ist der Schnitt bzw. gewisse kreative Erzählelemente. Falls die Macher der Serie das Video sehen, gute Arbeit und bitte gebt mir ein Cameo in der nächsten Staffel. Es gibt seit kurzem zum Thema Shiny Flakes nicht nur die How to Sell Drugs Online Serie, sondern diese Woche kam auch eine Doku auf Netflix mit dem echten Shiny Flakes raus. Und die Doku ist mindestens genauso geil wie die Serie. Von vorne bis hinten war ich am Stuhl gefesselt, extrem geil umgesetzt auch, habe sogar die ganze Nacht von der Doku geträumt. Der Schluss von der Serie ist aber der richtige Banger. Da denkt man sich einfach nur so, what? Was ist denn jetzt los mit der Katze? Willst du rein? Dann komm rein. Ich frage mich auch, woher die Serie das ganze Bildmaterial hat, weil die zeigen sehr häufig irgendwelche Internetseiten, die es eigentlich nicht mehr gibt. Haben die die 1:1 nachgebaut oder arbeiten die da mit Screenshots von damals? Weil ich damals immer über die Hochnahme etc. auf diesem Kabal berichtet habe, hatte ich natürlich einen besonderen Bezug zu der Doku. Nicht nur deswegen, sondern auch, weil Maximilian erzählt, dass er seine Drogen anfangs von dem Darknet-Händler Red Bull erhalten hat. OG-Zuschauer erinnern sich vielleicht daran, dass ich vor einigen Jahren mal ein Video gemacht habe, in dem ich davon erzähle, dass die Polizei mir vorwirft, 2x10 Pillen Ecstasy bestellt zu haben, weil ich auf einer Bestellliste eines hochgenommenen Dealers stand. Und dieser Dealer war tatsächlich Red Bull. Maximilian wirkt in der Doku zwar etwas selbstverliebt und arrogant, aber alles in allem dachte ich mir so, der Typ ist einfach der Boss. Ich feiere ihn dafür, was er aufgezogen hat. Aus meiner Sicht hat er, bis auf das Löschen von negativem Feedback, moralisch nichts Verwerfliches getan. Aber hier kommen wir zu dem Punkt, der mich beim Schauen der Doku getriggert hat. Max wird dann in den Interviews immer gefragt, ob er kein schlechtes Gewissen hat, was er immer verneint. Und andere Leute, die in der Doku interviewt wurden, erwähnen diese Uneinsichtigkeit mit Empörung. Oh, wie kann er nun nicht einsehen, dass das, was er getan hat, moralisch verwerflich war? Warum zum Teufel sollte er sich deswegen irgendwie schuldig fühlen? Am unsympathischsten war hier Patrick Kleine vom LKA Sachsen, der betont hat, dass er absolut kein Mitleid mit Max hat, so als wäre Max ein total schlechter Mensch, nur weil er Drogen verkauft hat. Warum behandelt man Besitzer einer Kneipe oder Barkeeper nicht mit der gleichen moralischen Messlatte? In der Doku wird dann von irgendjemandem dann so vermutet, dass der Grund, warum man da eher weniger ein schlechtes Gewissen entwickelt, der ist, dass man ja die Kunden nicht vor sich hat.
Der Logik nach müssten Barkeeper ja umso mehr ein schlechtes Gewissen haben, weil die haben bestimmt regelmäßig Menschen vor sich, die ein Problem mit Alkohol haben. Keiner dieser Menschen hört auf, Drogen zu nehmen, nur weil Max erwischt wurde. Polizisten sollten echt aufhören, sich einzureden, dass sie eine gute Tat vollbracht haben, nur weil sie so jemanden gebastelt haben. Zu dem Thema habe ich auch ein ganzes Video gemacht, was bei dem i verlinkt ist. Wenn ihr die Doku noch nicht geschaut habt, ab hier gibt es einen Spoiler. 3, 2, 1. Die Doku endet ja damit, dass rauskommt, dass Maximilian scheinbar wieder an so einer Drogenhandelsseite gearbeitet hat. Da denkt man dann schon so ein bisschen, damn, der überschätzt sich schon ein bisschen. Wobei da laut der Doku die Gerichtsverhandlungen noch nicht abgeschlossen sind. Ich würde es feiern, wenn er diesmal sogar so sauber gearbeitet hätte, sodass die ihm nichts nachweisen könnten. Was ich mich hier auch frage, ist, welche Seite es war, die er jetzt in jüngster Zeit betrieben haben soll. Die Seite Shiny Flakes kannte damals ja jeder, aber in letzter Zeit habe ich keine solche Seiten mitbekommen. Falls das wer von euch weiß, schreibt es in die Kommentare. Und falls wer von euch Max kennt, wäre es cool, wenn ihr mir den Kontakt beschaffen könntet, weil ich würde da mega gerne ein Interview mit ihm führen. Vielleicht sehen die Macher der Serie dieses Video ja, beziehungsweise der Doku, oder sogar Max selbst. Das wäre nice. Falls ihr vorhattet, euch demnächst eine 0,001 Feinwaage zu kaufen und ihr gleichzeitig diesen Kabal supporten wollt, würde es mich freuen, wenn ihr euch die Waage 3000 gönnen würdet, die ich diese Woche rausgebracht habe. Ich weiß natürlich nicht, für was auch immer ihr eine Waage brauchen könntet, aber vielleicht gibt es ja welche, die da zufälligerweise gerade eine brauchen. Wie bei allen Produkten von Open Mind ist die äußerst amüsante Verpackung ein richtiges Highlight, welche ich hier aber nicht spoilern will, also zeige ich euch nur die unspektakulärste Seite, aber da sind ein paar echt ganz witzige Jokes drauf. Nächste Woche geht es wieder um Polizisten, die sich fälschlicherweise einreden, dass sie etwas Gutes tun, obwohl sie einfach nur schikanieren. Denn ich wurde neulich von der Polizei kontrolliert und die haben mich einfach nur scheiße behandelt. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, abonniert auf jeden Fall diesen Kanal.